Hallo liebe Leute, und weiter gehen die Pokémon-Kämpfe in Pokémon Grün. Und diesmal ist es wahrscheinlich wieder ein Wanderer. Du willst also Bill sehen? Als erstes lass uns kämpfen. Okay, dann machen wir das auch direkt. Und es ist natürlich ein Bergsteiger, Wanderer. Ich weiß immer noch nicht genau, wie die jetzt wirklich auf Deutsch heißen. Aber gut, wir kämpfen gegen einen Onix. Onix, da will ich fallen. Schade, obwohl, nee, das ist die schlechte Wahl. Deswegen muss Heras jetzt erstmal wieder rein. So, nämlich jetzt kann ich das Vieh... Ah, Wickel! Und jetzt kann ich das Vieh nämlich mit Rankenhieb angreifen, wenn dieser Wickel aufhört, wohl bemerkt. Das Vieh wickelt sich so sehr um mich, das mag wohl Heras. So sehr, dass es sich gerne umklammert. Heras, fühl dich geehrt, wirst von einem Onix totgeknuddelt. Aber jetzt geht's endlich. Okay, Onix ist erledigt. So, was haben wir jetzt? Ach, das war schon. War nur dieses eine Onix. Du bist natürlich schon was. Natürlich. Ich bin auch, ich will auch der weltbeste Pokémon-Trainer dieses Spiels werden. Okay, den wollte ich ja auslassen. Erstmal. So, dann will ich jetzt erstmal gucken, dass ich Wiggle auch mal versuche, ein bisschen zu leveln. Da Wiggle es auf jeden Fall nötig hat. Und wie eine Göre wahrscheinlich. Hi, mein Freund ist cool. Ach ja? Bist du dir sicher? Wer ist denn überhaupt dein Freund? Ist er hier in der Nähe? Ist er zu Hause? Was macht er gerade? Und was ist so cool an dem? Statt dass er das mal sagt. Wahrscheinlich meinst du auch das männliche Nidoran. Hahaha. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Okay, es macht Silberblick. Dann werde ich gleich auf jeden Fall wechseln. Das heißt, ich werde Raupi, also Wiggle, nicht weiter drin lassen. Gut, Marsa wird auf jeden Fall rausgeschickt. So, weil Marsa soll auf jeden Fall auch noch ein paar Level-Ups kriegen. Aus dem Grund, weil Marsa sich ja weiterentwickeln soll zu einem Evitag, was er ja eigentlich auch sein wollte. Okay, dieser Angriff ist übel. Ich denke mal, einen Angriff kann ich auf jeden Fall noch wagen. Ich bin auf jeden Fall schneller als dieses männliche Nidoran. Ja, schön, und der nächste Angriff erledigt es, Gott sei Dank. Okay. Und endlich, Wiggle hat Level 8 erreicht. Und entwickelt sich das eigentlich nochmal zu Safcon. Na gut, ein weibliches Nidoran. Soll ich wechseln? Ja, ich wechsle. Dann kommt Wiggle nochmal in den Ring. So teilt man Erfahrungspunkte gerecht. So. Jetzt muss ich nur gerade... Nein, Quatsch, nicht Gegenstand. Nee. Envy Hawk wird hier nicht viel reißen können. Ich würde sagen... Ich setze Ravenite ein. Ravenite wird gegen das weibliche Nidoran jetzt kämpfen. Und dann werden wir das weibliche Nidoran auch, wieder zum Boden der Tatsachen schicken. Aber diese Kämpfe waren damals irgendwie schon revolutionär irgendwie, auch wenn es quasi wirklich eintönig aussieht mit diesem weißen Hintergrund. Aber das fand ich damals irgendwie schon richtig klasse, und wenn man das wirklich mal überlegt, ist es schon Wahnsinn eigentlich. Naja, im Prinzip ist das trotzdem schon sehr schön gemacht für die damaligen Verhältnisse. Und dafür, dass die Pokémon-Reihe wirklich auf dem Gameboy wirklich geblieben ist, größtenteils, abgesehen jetzt von Colosseum und XD, die ja auf dem Gamecube erschienen. Aber trotzdem. Im Prinzip ist Pokémon eine Handheld-Reihe geblieben. Ich war nur in schlechter Kondition. Oh ja. Raupi entwickelt sich. Und es wird so ein Safcon. Ich hoffe, es lernt kein Härtner. Aber gut, ich will es auf jeden Fall noch weiterentwickeln lassen. Denn es soll zu einem wunderschönen Smetbo werden. Ja, Final Messenger 13, du sollst ein wunderschöner Schmetterling werden. Anstelle eines lachhaften Safcons. Finde ich zumindest wäre besser. Das hast du eher verdient. Ich bin rausgegangen, um zu sehen... Ah nee, um den Pokémon-Sammler am Cup zu sehen. Ach ja? Und warum bist du nicht hingegangen? Warum wartest du dann extra hier? Warum wartest du auf andere Trainer, die... Der hat 4 Stück. Okay.
Ja, es kann auf jeden Fall noch die Angriffe von vorher. Ist auf jeden Fall besser, als wenn ich einen Safcon so gefangen hätte, weil so wäre das Safcon sehr nutzlos gewesen. Deswegen, Riggle, hast du jetzt einen großen Vorteil. Okay. Dann wollen wir mal schauen, wie wir jetzt gegen diesen Bergsteiger... Oh, nein, 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 das wollte ich nicht. Egal. Diesen Kleinstein kriege ich noch erledigt. So. Okay, was hast du noch im Angebot? Ich glaube, der hat nur Stein-Pokémon und schon Level 9. wann entwickelt sich das überhaupt nochmal zu Smetboy? Irgendwas bei 20 war es, glaube ich. Ja, ich will nochmal wechseln. So kriegt man Riggle auf jeden Fall sehr schnell hochgelevelt. So, also einmal zurück. Und dann direkt nochmal wechseln zu Heras. Das ist momentan die beste Strategie, die ich machen kann, um die Pokémon wirklich gleichmäßig zu leveln. Das ist ja wirklich der Nachteil bei diesem Rollenspiel. Bei anderen Rollenspielen kennt man das ja so, dass die Erfahrungspunkte allgemein schon geteilt werden durch die Partymitglieder. Aber hier muss man ja wirklich jedes Pokémon in Kampf haben, damit es sozusagen Erfahrungspunkte erhält. Was in dem Fall eigentlich auch schon wesentlich logischer gemacht wurde. Einmal Scholo. Und deswegen finde ich das hier auch sehr faszinierend, auch wenn es etwas ätzend ist, die ganze Zeit so zu machen. Aber, naja. So bleibt einem wenigstens, so hat man wenigstens auch ein bisschen, ja, sage ich jetzt einfach mal, so muss man schon ein bisschen taktisch vorgehen, wie man das am besten macht und so. Und, ja, man hat wenigstens die Möglichkeit, hier 6 Partymitglieder, sage ich jetzt mal, in seine Truppe mitzunehmen. Und das hat auch nicht wirklich viele Rollenspiele. Und es reicht auch vollkommen aus. Aber nur durch den kritischen Treffer. Yeah, Riggle hat schon Level 10. Das geht aber auch wirklich schon auf diese Art und Weise sehr schnell. Naja. Dank dem Bergsteiger kriegt Riggle auf jeden Fall schon sehr viele Level-Ups. So, weil Riggle ja momentan noch mein schwächstes Pokémon an sich ist, jetzt vom Level her. Genau, wechseln. So, Heras. Auf jeden Fall darf ich nie mehr allzu viele Trainer hier bekämpfen. So. Und dann noch einmal Rankenhieb. Weil, wenn ich jetzt bald keine Pokémon mehr übrig habe oder nicht mehr so viele HP, dann muss ich nochmal zum Pokémon Center wandern. Ich will nämlich die Tränke nicht verschwenden. Du hast mich! Oh, schon wieder? Echt? Entwickelt sich das so schnell zu Smetbo? Das geht aber echt schnell. Und wir haben ein wunderschönes Schmetterling. Butterfree im Englischen, okay. Wir haben ein Smetbo. Ja, Final Messenger 13, dein Riggle hat sich zu einem Smetbo weiterentwickelt. Und so sieht es auch wirklich etwas schöner aus. Wobei die neuere Grafik, also jetzt von unseren Editionen, natürlich schon ein bisschen schöner aussieht. Aber ich finde, das geht auch. Naja, wenigstens wird es auch wunderbare Angriffe lernen und so. Oh ja. Vor allem dieses Vieh wird auch erstmal meine Truppe bleiben. Erstmal. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Ich bin ein cooler Typ. Ich habe eine Freundin. Na, dann bist du wahrscheinlich der Typ von der Göre. Na super. Aber gut, dass er wenigstens jetzt weit genug runtergegangen ist, weil ich glaube, da oben, wo der jetzt rausgekommen ist, ist ein Pokéball. Und den will ich mir gleich holen. Aber erstmal will ich jetzt Riggle kämpfen lassen. Erstmal gucken, wie viel das überhaupt jetzt abzieht. Okay, es macht nicht so viel. Aber ich sollte Angst kriegen, weil dieses Vieh könnte wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, wieder meine Lieblingsattacke besitzen. Welche sich Hyperzahn nennt. Und deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher, weil ich Riggle nicht verlieren will. So. Ach, verdammt, das reicht nicht. Ja gut, der Routenschlag wird ja auch nicht nützen. Ich brauche nur einmal Rückzug eben noch machen. Und dann bin ich sowieso schneller. Haha. Na also. Okay, was nun? Ein Brettern. Ja, ich will wechseln. So, Riggle. Wobei. Ja doch, die Erfahrungspunkte wirst du jetzt auf jeden Fall erstmal kriegen. Und deswegen wechsle ich gleich nochmal zu Ravenite. Der hat momentan noch die besseren Werte. Und in dem Fall auch noch das bessere Level. Das macht nur Silberblick. Na gut. Da Ravenite sowieso in der zweiten Entwicklung ist, hat es eine bessere Verteidigung. Da kannst du von mir aus wickeln, so viele willst.
Zieht sowieso nur 3 ab. Na gut. Müssen wir jetzt erstmal den Wickel hier ertragen und dann war's das mit dir. Snake! Snake! Okay, falsches Spiel. So. Somit hätten wir den auch erledigt. Oh, verdammt! Und wir hatten auch von ihm Geld, so jetzt will ich erstmal den Pokéball hier mitnehmen. Ist bestimmt auch nur ein TM. Ja, TM19. Aber sollte man nie auslassen. Sonst hätte ich da nur drankommen, wenn ich, sonst hätte ich da wirklich nur drankommen können, wenn ich den Zerschneider hätte, weil sobald ich irgendwas jetzt betrete, steht er wieder an seiner Ursprungsposition und wir können ja leider über diese Leute nicht drüber wegspringen oder sie umgehen. Das funktioniert leider nicht. Aber wir sind schon gleich bei Bill da. Ich würde sagen, diese Göre nehme ich jetzt noch mit. Mein Freund hat ein süßes Pokémon. Ich bin so eifersüchtig. Was hast du, ein hässliches oder wie? Na, wollen wir mal schauen. Und die Göre möchte kämpfen. Ein Mirapler. Hat jemand schon auf Mirapler kraut? Na gut. Solange es nur Mirapler ist. Oh oh. Moment, wie verhält die Pflanze gegen... Okay, das ist nicht sehr effektiv. Gegen Käfer. Also gut, dann kann ich ja getrost angreifen mit Tackle. Dann kann das Mirapler ruhig so viel absaugen, wie es will. Das bringt nicht allzu viel, zum Glück. Das Einzige, was ich irgendwie hoffen müsste, wäre, dass Regal auch einen kritischen Treffer landet. Oder daneben schlägt. Na toll. So, jetzt bin ich ja gespannt, ob das überhaupt noch so klappt. Dass ich irgendwie mit Regal diesen Kampf noch gewinne, weil dann kriegt er weitaus mehr Erfahrungspunkte. Als wenn ich jetzt wirklich noch wechseln müsste. Notfalls setze ich einen Trank ein. Ist mir in dem Fall ausnahmsweise dann mal egal. Aber trotzdem, wollen wir mal gucken, wie weit ich damit jetzt noch komme. Naja, das Vieh kann sowieso gerade nichts anderes, ich merke schon. Es kann wirklich nur absaugen. Final Messenger 13, dieses Mirapler saugt dir dein Leben aus oder was anderes? Kannst du dir aussuchen. Okay. So. Okay, das kann glaube ich wirklich noch dauern, dieser Kampf. Aber ich werde es auf jeden Fall definitiv noch schaffen, diesen Kampf zu gewinnen und dann noch zu Bild zu kommen. Das kriege ich auf jeden Fall noch in dieses Video. Und in halbwegs 15 Minuten Rahmen. Wenn alles glatt läuft. So. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass das wirklich glatt geht und dieses Mirapler kein kritisch mehr landet, weil dann weiß ich auf jeden Fall, hat Regal seinen Höhepunkt erreicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Aber gleich haben wir's. Und gute Nacht. Und jetzt landest du erst einen kritischen? Das ist ein bisschen spät. Aber es reicht für das 11. Level. Und nun kommt ein Taubsi. Nein, ich will noch nicht wechseln. Ich werde das Ganze jetzt erst wechseln. Ja, ich setze mal NB Hawk ein. Da könnte nämlich auch noch ein paar Level-Ups gebrauchen. Und sowieso noch ein paar neue Angriffe. Ah, scheiße, dieser Angriff ist auch nicht besonders schwach. Ich glaube, ich muss gleich einen Trank auf jeden Fall einsetzen. Aber erstmal werde ich mit Sandwirbel seinen Angriff senken. Ja, das Vieh will auch Sandwirbel einsetzen. Ein Sandwirbel mache ich jetzt noch. Wunderbar, jetzt geht's hier an den Kragen. Okay, ich weiß nicht, wie viel Ruckzuck hier abzieht, aber in dem Fall setze ich doch lieber einen Trank ein. Nur für den Fall der Fälle. Also gut. Bin auf jeden Fall jetzt auf der sicheren Seite, weil es jetzt fast gar nicht mehr treffen kann. Es kann zwar noch durchkommen, manche Angriffe, aber trotzdem. Wenn alles glatt läuft, dann ist dieser Sieg uns auf jeden Fall sicher. Und die Göre guckt gleich dumm aus der Wäsche. Okay, ruckzuck gibt sie genauso viel ab wie Tackle. Also in dem Fall ist das wirklich schon sehr schwach, muss ich sagen. Und bye bye. Wunderbar, reitest fürs Level Up. Ja, NB Hawk erreicht Level 13. Und jetzt kommt schon wieder Mirapler. Okay. Dann will ich trotzdem mal wechseln zu Ravenite. Ah, ich hoffe ja, dass Ravenite bald auch mal einen neuen Angriff lernt. Weil ich könnte auf jeden Fall wirklich Flugangriffe gebrauchen. Und Ravenite hat ja noch keinen einzigen. Da hat er bisher nur normale Angriffe. Aber wenigstens reicht es sofort, um das Vieh zu erledigen.
Perfekt. Und wir haben die Gorilla schon besiegt. Yay. Ich bin nicht so eifersüchtig. Ja. Und hier haben wir auch schon die Hütte von Bill. Und er hat einen schönen Außenbereich hier. Also hier würde ich mich echt wohlfühlen. Ja, die Hütte Bill lebt hier. Okay, wollen wir doch mal schnell reingehen. Hier haben wir ein Pokémon. Hey, ich bin ein Pokémon. Nein, bin ich nicht. Nenn mich Bill. Ich bin der wahre Pokémaniac. Hey, was soll dieser skeptische Blick? Ich verarsche dich nicht. Ich bin nur bei meinem Experiment mit zwei Pokémon, mit dem Kombinieren eines Pokémons fehlgeschlagen. Also wie wäre es? Wirst du mir aushelfen? Yep, werden wir machen. Wenn ich im Teleporter bin, geh zum PC und lass die Zellenseparationssystem starten oder so ähnlich. Okay. Dann versuchen wir es mal. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt diese Taste drücke? Bumm. Nein, das passiert hier leider nicht. Okay, wir haben es aktiviert. So. Da ist er auch. Er ist wieder normal. So. Yeeha! Danke, Kumpel. Ich schulde dir was. Also bist du gekommen, um eine Pokémon-Sammlung zu sehen? Bist du nicht? Das ist schade. Aber ich muss dir dennoch danken. Oh, hier. Das könntest du vielleicht gebrauchen. Ein SS-Ticket für das Schiff. Yay, das brauche ich wirklich. Das Dampfschiff SS An ist in Vermilion City. Ich weiß jetzt gerade den deutschen Namen wieder nicht. Die Passagiere sind alle Trainer. Sie wollten mich zu ihrer Party einladen. Aber ich kann sowas nicht ausstehen. Warum gehst du nicht anstelle von mir? Immer wieder gern. Weil Schiffsfahrten sind immer wieder toll. Na gut, Leute. Wir haben das jetzt soweit geschafft. Wir haben Bill besucht. Wir haben endlich das Bootsticket bekommen. Und werden mal gucken, ob wir im nächsten Video schon schaffen, dort zum Schiff zu kommen. Ich glaube noch nicht. Aber wir haben immerhin das Wichtigste geschafft. Also wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und dann geht es in Richtung MS. Ich meine, das in Deutschland ist MSN. Na gut, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.